58, Test 92a. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex. Okay, F7 ist hier unten. Sieht richtig aus. Ist das, wie hast du es genannt, dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Na, wo muss ich jetzt entlang? Okay, ich glaube, hier unten war ich nicht drin. Doch, hier war ich schon drin. Aber es müsste mir noch ein Zahnrad fehlen. Ah, verdammt. Ach, komm schon. Ach, du siehst diese scheiß Vorhänge. Gerade absolut nicht gesehen, wo ich hinballer. So, die Frage ist, kann ich jetzt schon weiter? Da fehlt mir noch was. Okay, ein Zahnrad. Ich brauche also doch noch ein Zahnrad. Hier war ich noch nicht drin. Ah, okay. Ach, komm schon. Ach, fick dich doch! Okay. Scheint's gewesen zu sein. Ach, jetzt Vorsicht, habe doch mal zurück. Ach, ein Tagebuch. Kein Kartenfragment oder ähnliches hier. Ich hab's gewusst. Könnte ich jetzt wirklich. Sollten Sie nicht vielleicht Ihr grünes Gel benutzen? Meinst du, Mädchen? Okay, aber vorhin verbrauchen wir noch den Schlüssel, den ich eingesammelt habe. Oder die zwei. Harpune habe ich bereits voll. Okay, 17.000. Was? Das waren 7.000 Gel. So, Waffen, Schadensmultiplikat, Feuerrate ist kritisch. Okay.
Na, Schaden kann ich auf maximal 200% erhöhen. Kritischer Schaden 0. 20. Was wollte ich denn noch? Harpunen und Bolzen. Jetzt weiß mir auch gleich nochmal. Explosionsbolzen 7000. Ach, wieso nicht? Okay, wo muss ich jetzt schon wieder hin? Hier rüber, ne? Yep, genau hier war hinten diese eine Türe. Nein, dieser Safe. Sonst scheint hier nichts mehr zu sein. Doch, noch mehr Goop. Das hätte ich vorhin beinahe vergessen. Also ernsthaft. Wie baut sich so eine Türe in das Haus? Besser gesagt, einen Geheimraum. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenplatzierung C4. Stimulation des singulären Cortex. Wo zur Hölle soll das sein, C4? Hier oben der blaue Bereich. Ah. Ach, okay, das müsste hier sein, ne? Es ist noch nicht ausreichend. Ah, beim ersten Mal gleich. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Na, komm schon. Okay, eine Spritze noch. Kann ich die hier hinten auch gleich aufnehmen? Das ist ein wirklich langer Gang. Kann ich nicht mehr umsehen, okay. Sauberer Schnitt, gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Okay, das ist definitiv ein Psycho. Ein Schweinekopf. Rufig. Ein gottverdammter Schweinekopf. Ich sehe tote Menschen.
Ich muss unbedingt lernen, besser zu zielen. Na komm schon, ich kann mich nicht mehr bewegen. Na, was ist jetzt? Ha. Das ist eine wirklich schlechte Falle. Kontrollpunkt, okay. Na, ich kann hier nirgendwo durchgehen. Wenn wir mit Bären fallen. Na, hier haben wir das Schloss. Ich, was habe ich dann getan, mein Kleiner? Hier noch ein Kartenfragment. Okay, gup. Scheint zumindest etwas ruhiger zuzugehen. Endlich das Maisfeld, auf dem ich verbrannt wurde. Warum wurde ich hierher geführt? Hergeführt? Kleiner, du bist davongelaufen. So, hier kann ich auch gleich noch nachladen. Da unten liegt noch was. Na, haben wir sonst noch irgendwas? Nein. Es sieht zumindest nicht so aus. Doch, hier haben wir noch was. Scharfschützenmunition. Einen Bolzen. Noch ein paar Kugeln für meine Pistole. Dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört.
Ach, nur weil die Eltern ihr das Land kaufen, fackelt ihr hier der Scheune ab oder was? Na. So, was haben wir hier noch? Ja, die fackeln wirklich die Scheune ab. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Was zur... Ist da jemand? Öffnet die Tür! Ruben! Ruben, bitte, du musst klettern! Scheiße, ich sollte hier schnell raus. Na, was habe ich hier? Ein Käfig, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Ich glaube, hier müsste ja auch noch irgendwo ein Schlüssel zu finden sein. Aber ich kann hier sonst nichts mehr tun. Okay, eine Leiter. Was ist denn das? Na, verbrennt schon. Wusste ich's doch. Und Goop. Oh mein Gott, nein, anstatt. In den Fenster. Na, komm schon. Mannschaft, Junge, was hab ich dir getan? Muss ich die Teile hier verbrennen, oder? Geht aber das der Ruben anscheinend. Thank you.
Natürlich, plötzlich wieder im Haus. Wie kann das anders sein? Beatrice, bitte. Du musst was essen. Sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder. Ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Okay, ein Türspalt. Okay, das war's dann mit diesem Kapitel. Und da beende ich auch dieses Let's Play.